Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen die Anzeigenerweiterung von Google AdWords erläutern. Sie haben ja bei normalen Google AdWords Anzeigen immer nur relativ wenig Platz, um Ihre Anzeige zu gestalten. Anzeigenerweiterung ermöglicht Ihnen das jetzt, weitere Optionen hinzuzufügen. Einige gängige Anzeigenerweiterungen möchte ich jetzt einmal vorstellen. Dazu gehört zum einen die Sitelink-Erweiterung. Sitelink-Erweiterungen sind nichts anderes als 6 weitere Links, die Sie unterhalb der Google AdWords-Anzeige schalten können. Das bedeutet, wenn Sie beispielsweise einen sehr allgemeinen Suchbegriff definieren in Google AdWords wie Schuhe kaufen, dann können Sie eine Anzeige gestalten, die eben das Thema Schuhe kaufen beinhaltet und darunter 6 weitere Links, die dieses Thema etwas ausdifferenzieren. Beispielsweise haben Sie dann einen Link zum Thema Herrenschuhe, Damenschuhe, Kinderschuhe und so weiter. Sie sehen also, Sie haben darüber dann die Möglichkeit, noch mehr Gestaltung in Ihre Anzeige einzubringen. Eine weitere Möglichkeit ist die sogenannte Anruferweiterung. Die ist besonders beliebt auf Mobiltelefonen. Wenn Sie also eine Anzeige oder eine Kampagne haben, die auf Mobiltelefone ausgerichtet ist, dann kann es sinnvoll sein, dass Sie eine Anzeigenerweiterung zu dieser Kampagne als Anruferweiterung schalten oder dass Sie eben auf eine Anzeigengruppe eine Anruferweiterung schalten. Beispielsweise könnte das der Fall sein, wenn Sie in einer belebten Einkaufsstraße sind und Sie sind ein Restaurant, was Pizza verkauft, dann haben Sie eventuell einen Mittagstisch. Und dann sind Sie natürlich daran interessiert, dass potenzielle Suchende, die nach einem Mittagessen suchen, Sie eventuell anrufen und fragen, ob noch ein Platz beim Mittagessen frei ist. Eine weitere Möglichkeit ist dann eben die Standorterweiterung. Das ist der ähnliche Nutzungskontext. Sprich, wenn Sie ein Pizza-Restaurant sind, dann können Sie über die Anzeigenerweiterung im mobilen Endgerät direkt anzeigen lassen, welcher Standort Ihr Restaurant hat. Also wenn der Nutzer dann eben nur 500 Meter von Ihrem Restaurant entfernt ist, dann sieht er in der Anzeige direkt, wie weit das entfernt ist und entscheidet auf der Basis, ob er sich für Ihr Restaurant oder für ein anderes entscheidet. Auch die Adresse kann dann angezeigt werden, sodass die Nutzer eben hier eine weitere Möglichkeit haben, um ihre Entscheidung zu treffen. Noch eine sehr gängige Anzeigenerweiterung ist die sogenannte Rezensionserweiterung. Das bedeutet, dass unterhalb von Ihrer Anzeige eben Rezensionen über Ihr Produkt angezeigt werden oder auch bestimmte Sterne. Dies ist abhängig davon, wie Google die Anzeigenerweiterung weiterentwickelt, aber diese Rezension gepaart mit den Sternen schafft eben Vertrauen. Das bedeutet, wenn Sie ein Produkt haben, was sehr dienstleistungsintensiv ist, dann haben Sie in der Regel eben auch die Möglichkeit, über Rezensionen und über Bewertungen Vertrauen zu den Kunden aufzubauen. Und genau das wird über diese Anzeigenerweiterung dann als Rezensionserweiterung abgefangen. Insgesamt können Sie also die Performance Ihrer Anzeige deutlich erhöhen. Sie haben darüber aber keine zusätzlichen Kosten. Das Einzige, was steigt, ist die sogenannte Click-Through-Rate. Das heißt, wenn eine Anzeigenerweiterung eingeblendet wird für Ihre Anzeige, dann erhöht sich in der Regel auch das Verhältnis zwischen Impressionen und Klicks. Bedeutet, dann kann auch Ihr Qualitätsfaktor steigen. Und dies ist dann im Sinne der Anzeigenschaltung in Google AdWords nur vorteilhaft für Sie. Aber es ist natürlich auch eine ganze Menge Arbeit, denn Sie haben jetzt über diese Anzeigenerweiterung noch eine ganz neue Option, um eben Ihre Anzeigengruppen zu gestalten. Das heißt, auch hier ist wieder sehr viel Kreativität gefragt. Sie müssen eben sehr kreativ mit Ihrem Produkt gepaart mit den technischen Möglichkeiten, die Google bietet, umgehen. Die letzten Anzeigenerweiterungen, die man hier noch nennen kann, sind
Zusatzinformationen, das heißt, Sie können zusätzliche Informationen noch zu der Anzeige einfügen. App-Erweiterung, wenn Sie beispielsweise Apps anbieten, dass Sie dann zum Download animieren, oder Preiserweiterung, wenn es eben ein sehr umkämpfter Markt ist, preisumkämpfter Markt ist, dann könnte sich so eine Anzeigenerweiterung für Sie auch anbieten.